Mein Name ist Robert Bauch. Ich bin bei der Firma Wackerbau als Bauleiter angestellt und darf hier im Hintergrund das Projekt als Projektsteuerer betreuen. Die Karl-Alexander-Brücke ist eine generelle Instandsetzung unter denkmalgerechter Bauweise. Es handelt sich dabei um eine 126 Jahre alte Fachwerkkonstruktion aus Stahl. Und bei so einer Instandsetzung kann einiges schiefgehen. Beim konkreten Projekt jetzt ist natürlich sicherlich als allererstes mal die Absturzgefahr am Bauwerk zu nennen. Grundsätzlich ist das Gerüst an diesem Bauwerk mehr oder weniger der tragende Aspekt, um die Arbeiten durchzuführen. Ich brauche die Bewegungsfreiheit am Bauwerk. Wir haben auch links und rechts neben dem Bauwerk als solches noch Laufwege installieren lassen, um schneller voranzukommen. Weil jeder Handgriff, den ich tue, um nur vor Ort zu kommen, ist natürlich ein Handgriff, den ich nicht an reiner Leistungszeit bringe. Insbesondere im Winter ist die Schutzeinhausung natürlich der wichtige Teil, um das ganze Bauwerk vor Schnee, Eis, Kälte und so weiter zu schützen, um entsprechend durcharbeiten zu können. Die Gerüstbauleistung als solches soll zwischendurch umgesetzt werden. Das hat vor allem den Charme, dass wir parallel im Projekt beidseitig arbeiten können. Wir haben eine freie Bauwerkshälfte sozusagen und eine geschlossene. In der geschlossenen findet der Korrosionsschutz statt. In der freien Bauwerkshälfte können die sonstigen Arbeiten stattfinden. Also Eigenschaften der Firma Gemeinheit Gerüstbauservice sind vor allem die Schlagkräftigkeit, die sie an den Tag legen. Und nicht zuletzt die Ideen, die greifbar, schnell und kompetent umgesetzt werden. Die Termintreue wird immer in Absprache sehr, sehr gut eingehalten. Meistens sogar etwas verfrüht fertiggestellt, sodass man selbst als Projektleiter immer den nötigen Vorlauf hat, um zu sagen, okay, dann kann das nächste Projekt das Gerüst benutzen. Erfahrungen, die ich mit Gemeinheit Gerüstbauservice gesammelt habe, sind vor allem die schnelle Umsetzung, das kurzfristige Dasein für den Kunden und vor allem zielorientiertes Arbeiten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache dabei. Und da ist entsprechende Vorplanung bzw. auch ein entsprechendes Zusammenarbeiten mit dem Gerüstbauer sehr, sehr wichtig und ein gutes Gerüst, mit dem steht und fällt die gesamte Bauzeit und Maßnahme.